Darf recht herzlich begrüßen, Frau Präsidentin, Herr Generalsekretär, und darf auch danken für die Veranstaltung. Halte solche Treffen für sehr, sehr positiv. Ich bin ein Fan von Informationsaustausch und Kooperation. Habe gerne übernommen, für Wien zu sprechen. Wir haben, die Tafeln sind leider schon weg. Wien ist anders, und zwar deswegen, weil Wien als Land, Stadt und Gemeinde einfach eine andere Verpflichtung hat. Ich kann nur unterstreichen, als Bürger, die Kommune, die Gemeinde, die Stadt ist das, was ich unmittelbar merke, erlebe. Und daher ist die Herausforderung für die Stadt Wien als Verwaltung eine gewaltige, nämlich wir haben in etwa zu servicieren für täglich in etwa 1,9 Millionen Menschen. Das sind die Bürger. Das sind 250.000, die regelmäßig nach Wien hereinpendeln und hier arbeiten. Wir haben Studenten, wir haben Touristen. Und das ist eine Vielfalt, die auch notwendig macht, dass man sich entsprechend positioniert und einrichten muss. Und Wien hat eine sehr lange Tradition und freut mich, dass ich eigentlich fast die ganze Zeit auch mittragen und mit dabei sein konnte. Begonnen hat es eigentlich schon 1995 mit unserem Herrn Bürgermeister, der noch immer Bürgermeister ist, der damals ausgegeben hat, gemeinsam auch, und das ist ein Slogan, der dann ziemlich weit herum gereicht worden ist und publiziert worden ist, die Daten sollen laufen und nicht die Menschen. 1995, da hat es die Government in der Form noch nicht gegeben. Wir haben damals eine Aktion gegründet, iVienna, haben Projekte gemacht, wo der Schwerpunkt war Kundinnenorientierung und Verwaltungseffizienz. Und die Dinge, 17 Jahre später, die haben sich nicht verändert. Es ist noch immer dasselbe Thema. Die Verwaltungseffizienz hat sogar noch ein Schäuferl dazu bekommen, weil derzeit rundherum eigentlich Geld nicht mehr so vorhanden ist, wie es noch ein bisschen früher war. Früher musste man sagen, konnten oder haben wir in dem Ende des 20. Jahrhunderts einige Applikationen gemacht, wo wir probiert haben, ob wir mit diesen Dingen durchkommen. Jetzt ist kühles Rechnen Kosten-Nutzen. Wir sind stolz, und das ist aber eine Herausforderung, Wien als das Wiener Portal mit 130.000 Sätzen ist ein umfangreiches Portal. Und das bedeutet aber, ich muss Angebote machen, die auch gefunden werden, weil nur das Anbieten allein ist zu wenig, sondern es geht um die Nutzung. Wir sind stolz, dass wir entsprechende Nutzung haben. Es wird regelmäßig kontrolliert mit dem ÖWA-Index und wir sind auch stolz darauf, dass wir in Österreich erster Platz bei den Nichtwerbemedien sind und an 10. Stelle bei den Werbemedien. Wien, gv.at hat keinerlei Werbung. Aber gewollt, jede Form von Kooperation. Was haben wir dort eingebettet in dem Wien.at? Wir haben das virtuelle Amt eingebettet. Wir haben dort keinen Schwenker mit dem Namen gemacht. Man hat sich daran gewöhnt. Das ist unser E-Government-Leistungsangebot und das ist insofern ein tolles Angebot, weil dort mehr als 580 Amtshelferseiten in einem standardisierten Design gleicher Aufbau. Und dieser Standard, den haben wir gemeinsam auf der Plattform Digitales Österreich auch weiterentwickelt und das ist die österreichische Empfehlung, so sollen, nämlich für alle verständlich und mit einem gewissen Wiedererkennungswert, sollen die Verfahrensbeschreibungen ausschauen. Und allein in diesem Angebot werden für die Wirtschaft ungefähr mehr als 400 dieser Amtshelferseiten sind relevant für die Wirtschaft. Was machen diese Amtshelferseiten in wirklich einem standardisierten Design? Sie erklären Amtswege, sie erleichtern Amtswege und ersparen auch Amtswege. Wir haben dabei 188 Online-Formulare. Jetzt, wenn Sie sich vorstellen, sind mit dieser Form in etwa mehr als 180 Verfahren weitgehend elektronisch abwickelbar. Und was als Service schon ganz am Anfang dabei war, in unserer Aktion iVienna, wir haben etwas gemacht, was sich sehr bewährt hat und was man der Verwaltung überhaupt nicht zugetraut hat, Terminreservierungen. Neu ist seit ein paar Wochen, Sie können auch Termine für Wohnsitzanmeldungen reservieren. Was ist der Vorteil für die Verwaltung?
Man hat die Betriebszeiten der MBAs einschränken können, nämlich am Vormittag im Wesentlichen. Dafür haben sie die Möglichkeit, einen exakten Termin am Nachmittag sich auszumachen, zu dem zu erscheinen, und sie haben die komplette Bestätigung, genauso wie beim Passpickerl und so weiter und so weiter. Beim Pass, und die Form wird sicher auch zukünftig bei anderen Funktionen, denke am Parkpickerl, auch zum Zug kommen. Also hier sind Services entwickelt worden, die ganz wichtig waren. Ich habe sehr viele Folien zusammengestellt, nachdem wir ja wissen, dass die Vorträge Ihnen verfügbar gemacht werden, möchte ich über einige drüber gehen. Sie sollten nur wissen, und Sie werden das dann sehen, wir kontrollieren und beobachten laufend die Nutzung. Wir schauen uns und wir beschäftigen uns mit unseren Angeboten, wie kommen die an. Und eines ist auch, und das ist auch wichtig, nicht, dass wir das Gefühl haben, wir sparen der Wirtschaft und der Verwaltung Zeit. Wir haben Feedback- und Kontaktformulare im Einsatz, und zwar seit mehr als einem Jahr. Und diese Feedback-Formulare, die bei jeder Transaktion im virtuellen Amt also aufgerufen werden können, werden genutzt vom Kunden. Und das, was Sie hier sehen, E-Government spart Zeit, das sind die Aussagen der Kunden. Und das ist also deswegen ganz interessant, weil wir dahinter auch sehen können, handelt sich um das Verfahren sowieso und Aussagen dazu, die durchaus verständlich sind, hat man wenig gebraucht von der Zeit her, 30 Minuten, eine Stunde, zwei Stunden. Und das ist toll, weil die ursprünglichen Einschätzungen waren nur, wird schon irgendwas bringen. Hier haben wir konkrete und nicht wenige Aussagen des Kundens und das wird auch laufend von uns weitergeführt. Das Erfolgsrezept des virtuellen Amtes ist, glaube ich, ganz wichtig. Das virtuelle Amt ist eingebettet in das WIM-Portal und wir haben mehrere Zugänge zum und im virtuellen Amt. Das heißt, wir haben ein Lebenslagenprinzip, wir haben eine A- bis Z-Liste und wir haben eine separate Suchmaschine. Wenn ich IKT und Informations- und Kommunikationstechnologie, ist ja das, was hier das ermöglicht, auch ein bisschen anders übersetze, dann haben wir dass die Themen Information, Kommunikation und Transaktion. Und hier ist es ganz wichtig, und damit greife ich auch nur ein paar Highlights raus, ich wiederhole das, bei Kommunikation, wir haben bei jeder Amtshelferseite die Online-Feedback-Möglichkeit. Und wirklich für die Kundinnen ist es ein Bedürfnis, weil das wird sehr gerne und sehr oft angewendet. Es ist Lob drinnen und es ist natürlich auch Feedback drinnen für Verbesserung. Und dafür ist ja das gedacht. Und Lob freut natürlich auch. Denke nur da an etwas, heute habe ich es nicht mit, eben sehr lieb, eine 82-Jährige, die geschildert hat oder gesagt hat, sie ist schon sehr alt, aber es ist so einfach gehandelt, also einfach gewesen, dass sie das also toll abwickeln konnte und dafür möchte sie sich bedanken. Und das ist also durchaus sind sehr positive Rückmeldungen und auch Rückmeldungen, die wirklich helfen, andere Rückmeldungen, das Angebot zu verbessern. Wir haben Kontaktmöglichkeiten auf jeder Seite, wo Sie unmittelbar zu der Stelle kommen, die hier zuständig ist. Und die Stelle ist Verhalten, da wir haben interne Benimmregeln, relativ rasch und qualifiziert und kompetent zu antworten. Und etwas ist, was wir auch probiert haben voriges Jahr, wir haben hier neu ein Empfehlungssystem, weil eines auch klar ist, dass was hier Amazon etwa kann, indem sie sich erinnert, lesen gern Kriminalromane, wir haben noch und das und das und das, können sie genauso hier Empfehlungssysteme machen im Gewerbeverfahren, indem sie sagen, bitte nicht nur anmelden, nennen sie auch den Geschäftsführer, sie sollten nachbringen, die Standortangaben und so weiter und so weiter. Dinge, die sich bewährt haben und die wir auch weiter ausbauen wollen. Das ist, glaube ich, wesentlich für Sie. Was werden wir tun in der nächsten Zeit? Weil eben so eine große Unterstützung, die wir hier auf die Beine gestellt haben, erstens einmal kostet, zweitens was bringen soll. Wir werden weiter den elektronischen Zugang verbessern. Und zwar einfach durch die Einbettungen, die wir gemeinsam im Rahmen Digitales Österreich machen, mit Unternehmensserviceportal, mit verstärkt Handysignatureinsatz und so weiter. Wir werden die Handysignatur zur Identifikation verwenden. Wir werden auch wahrscheinlich Bürgerdienstaußenstellen in den nächsten Monaten so ausstatten, dass sie Handysignatur-Freischaltungen machen können.
Was ganz wichtig ist, weil wir auch als Ländervertreter gemeinsam mit Oberösterreich in dem Unternehmensserviceportal dabei sind. Wir werden hier für entsprechende Verbreitung und Nutzung des Unternehmensserviceportals mit sorgen. Unter anderem ist übermorgen wieder ein Exekutivboard tagt und klärt einmal, wo stehen wir und wie sind die nächsten Schritte. Ganz wichtig für uns ist elektronische Rechnungen. Eigentlich sollte es ja nur mehr geben, schon 2004 hat ja die EU die Idee gehabt, nur mehr elektronische Rechnungen. Wir wissen, manche Umstellungen dauern ein bisschen länger, aber hier ist ein ganz enormer Initiative gesetzt. Nicht nur der Bund ist aktiv worden, wir werden in Wien genauso das machen. Im Wesentlichen geht es einmal Eingangsrechnungen, aber bei uns ist genauso, nachdem wir ein Riesenunternehmen aus Stadt Wien sind, auch die Ausgangsrechnungen. Neu wird kommen in Verbindung mit dem österreichweiten Projekt Zentrales Gewerberegister, das iGewerbe, wird sicher wesentliche Veränderungen geben. Etwas, was im Moment Dauerbrenner ist, nicht so geliebt wird, Parkraumbewirtschaftung und Parkpickerl. Die Begeisterung hält sich in Grenzen, aber es ist relative Realität, dass mit 1.10. kommt und natürlich nicht nur die Bewohner trifft, sondern auch die Wirtschaftstreibenden in diesen Bereichen. Wir setzen schon seit längerem eine Initiative, Wien stellt elektronisch zu. Wir haben hier das in einer Kombination gemacht, dass wir also genau die Expedit-Schnittstelle unter dem Titel duale Zustellung ansprechen. Aber die echte Ersparnis ist einfach, wenn wir rein elektronisch zustellen und daher sind wir hier intensiv tätig. Konkret laufen Bemühungen, Arbeiten auf und neben der Straße hier entsprechend umzustellen. Zwar in Verbindung mit dem Unternehmensserviceportal und auch deswegen, weil diese Informationen nicht mehr nur einen Bescheid ergeben, den Sie dann auf irgendeine Tafel bei einer Baustelle kleben oder bei irgendeiner Maßnahme, sondern das löst auch aus Routing-Systeme, Verkehrsleitsysteme, Veränderungen in den entsprechenden Routing-Systemen. Wir wollen die Nutzungszahlen erhöhen und wir wollen auch entsprechend im intelligenten Transportsystem Vienna Region hier weitermachen mit entsprechenden Verbesserungen in den Systemen A nach B, in den Routenplanungen, auch bei der Fahrplanabwicklung. Was wir tun werden, und das hoffe ich noch vor dem Sommer, wir werden in der Suche im virtuellen Amt semantische Suche hineinbringen mit neuen Möglichkeiten, die dem gerecht werden, was man ein bisschen Wikipedia, Amazon und so weiter kennt. Und was auch notwendig ist, weil es hilft nichts, 130.000 Seiten zu haben, aber aufgrund der Suchen dann zu erkennen, es wird nicht alles gefunden. Man hat es zwar, aber leider wird es nicht gefunden. Und wir sind, und das war für mich ganz wichtiges voriges Jahr, Wien hat eine Initiative gesetzt, wir sitzen nicht auf den Daten, also Open Government Initiative, und die wird auch heuer wieder in 4 Phasen, eine war schon am 30. April, wird es Freischaltungen geben und entsprechenden Ausbau des Katalogs. Und was auch angelaufen ist und was zum Open Government ganz, ganz wichtig gehört, das ist also Partizipationsinitiativen, nenne nur da die Wiener Charta. Die nächste wird sein Ausgestaltung Schwedenplatz, dann Straße verteilen, Atzgersdorf Platz umbauen und so weiter und so weiter. Das wird ein Regelwerkzeug werden, um eben hier auch den Bürger und die Bürgerin einzubeziehen in Planungsvorhaben. Beim Open Government, alles, was ich hier habe, ist praktisch publiziert in unserem Internet oder Sie sehen es dann in den Vorträgen, stehen wir derzeit bei 105 Datensätzen und 29 Anwendungen. Und wir haben relativ viele Aktivitäten, die jetzt erfolgen werden. Gemeinsam, also von der Bemühung her, wird es zu einer Freischaltung eines Open Government Portals Österreich kommen. Wir werden im Rahmen der DACH-Kooperation in 1,5 Wochen in Berlin gemeinsam eine Vereinbarung aller deutschsprachigen, also der DACH-Kooperation,
Deutschland, Vertreter Deutschland, Österreich und Schweiz werden dabei sein, auch machen, wo wir sagen, bitte, wir machen für diesen Raum mit mehr als 100 Millionen entsprechende Initiativen und sitzen gemeinsam nicht auf den Daten, sondern geben sie frei. Heute ist für eine ganz wichtige Aktivität. Und wir haben voriges Jahr auch dafür gesorgt, und es war uns ein Anliegen, dass wir hier eine Kooperation OGD Österreich haben und die sehr erfolgreich arbeitet. Was ist noch wichtig in Richtung der Kooperation? Vielleicht diese Informationen. Wir haben die Phasen jetzt genau eingeteilt, das heißt, für Sie ist auch klar, bitte, wann kann oder wann wird die Stadt Wien wieder veröffentlichen? Ich darf nur hinweisen, am 29.06. wird die nächste Phase sein. Am Donnerstag davor, am 28. Juni, gibt es wieder eine Plattform, wo Experten und die Expertinnen der Stadt Wien für Sie zur Verfügung stehen für Diskussionen. Es wird wieder aufgezeichnet und dann nachher ist wieder der Film auch verfügbar. Und wir werden, das habe ich jetzt schon angekündigt, eben gemeinsam tragen am 24.04. im Rahmen eines Roundtables eine Vereinbarung Deutschland, Österreich, Schweiz. Was sind die Vorteile dieser Aktion, dieser Initiative? Und das war, und das freut mich, weil das sind genau die Planungsdaten, die wir schon Ende 2010 gehabt haben. Wir haben uns versprochen, Impulse für die Wiener Wirtschaft. Wir haben uns versprochen, Feedback für die Verwaltungsprozesse. Wir haben Gesamtangebote ohne Rücksicht auf Verantwortlichkeit und Zuständigkeiten zu liefern. Und zwar ist das gar nicht so einfach, und da spreche ich auch als Bürger, mir ist es ziemlich wurscht, ob der Kinderspielplatz, von wem der errichtet worden ist und ob der in der Zuständigkeit von irgendeiner der Abteilungen ist, es sollten alle sein. Oder die Trinkbrunnen oder die Klosettanlagen und so weiter. Also das ist ganz eine wichtige Geschichte. War nicht so einfach, aber in Richtung der Weiterentwicklung waren das ganz wichtige Punkte. Und wir wollten Mehrwerte für die Bürgerinnen und Bürger und für die Wirtschaft erzeugen. Das haben wir. Also die Punkte sind eingetreten und wir stellen uns wirklich in diesen Plattformen und in Feedback-Prozessen der Diskussion und den Nutzern. Und wir haben 29 Anwendungen. Bitte sich das auch anzuschauen, ist das alles verfügbar. Warum ist das so gut gegangen? Muss man schon dazu sagen, wir haben einen Startvorteil. Ich glaube, dass wir noch immer so ein halbes Jahr vor den nächsten Städten derzeit sind. Wir haben einen Startplan, der kostenlos zur Verfügung steht. Das ist das meistgenutzte Instrument. Und das hat von der Struktur her schon im Weitblick eine sehr gute Struktur mit Layers. Und diese Layer freizugeben, war natürlich eigentlich eine Kleinigkeit, wenn man so will. Und diese Layer sind eben zum Beispiel im herausgegriffen WLAN, Fahrradabstellplätze einbahnen. So. Wir haben eine normale Realität jetzt bei der Weiterführung dieser Aktivitäten in Wien. Das heißt, es werden die Kriterien, die zu Open Government zu beachten sind, Sie sehen es da rechts angeführt, Geheimhaltung, Personenbezug, Urheberrecht, muss sich jede Abteilung beschäftigen damit und bewerten diesen Datenbestand. Ich habe da aus gegebenen Anlass rausgenommen, die City-Marathon, die Streckenführung, für jede dieser Aktivitäten und unserer Freischaltung und dem, was heuer geplant ist, gibt es solche Bewertungen seitens der Experten in den Dienststellen, um eben klar herauszuschälen, können wir das ohne Probleme publizieren. Der Veranstalter hat hier gebeten, wir publizieren nicht, das ist seine Angelegenheit, aber wir haben uns mit diesen Dingen beschäftigt. Wir haben auch dafür gesorgt, dass entsprechende Modelle entwickelt worden sind, die kostenlos zur Verfügung stehen. Wir haben dafür gesorgt, dass wir derzeit einen Metadatenkatalog in der Version 1.1, etwas, was international sehr beachtet ist, und zwar haben wir uns jetzt beschäftigt, die EU-Normen in Richtung Open Government und Inspire so zu berücksichtigen, dass wir eine Empfehlung haben, wie müssen die Datensätze beschrieben sein. Der Vorteil von dem ist, der ersten Publikation ist Linz gefolgt und konnte so gesehen verhindern, dass leere Kilometer schon bei Freischalten passieren. Und Metadaten 1.1 wurde genau erstellt, damit wir das Österreich-Portal richtig hinbekommen. Was tut sich im Umfeld noch für Sie?
Wien ist präsent. Beim IDE haben wir gerne, oder sind wir immer gerne dabei und haben dort auch, und das ist uns auch ein Anliegen, immer innovative Dinge, Präsentationen von Wirtschaftsunternehmen der Stadt Wien. Wir unterstützen sehr die innovative Reihe ZIT mit den Stadtgesprächen. Wir werden wieder, und das war unsere ganz wichtige Geschichte, beim Jungunternehmerinnen-Tag dabei sein, mit Stand, mit Vorträgen und mit Experten. Wir werden die Verwaltungsmesse wieder bespielen. Wir haben in die Volkshalle im Rathaus den Programmierwettbewerb geholt für heuer. Das ist insofern, finde ich, sehr toll. Sie haben dort in etwa 250 bis 300 innovativste junge Leute, also hier an die Runde. Merken Sie sich das vor, Sie können vorbeikommen und dort können Sie möglicherweise die Mitarbeiter für morgen gewinnen. Das ist mir sehr wichtig gewesen, hier das auf entsprechende Beine zu stellen und auch entsprechend zu unterstützen. Und wir haben im Umfeld Open Government wieder den Content Award auch 2012 auch vormerken. 22.11. ist die nächste Content Award Nacht und dort wird es wieder einen Sonderpreis geben. Wir freuen uns über das internationale Echo. Zuletzt ein bisschen verständlich, warum wir von den Berliner Grünen die Torte bekommen haben. Die Berliner Grünen haben ja ursprünglich Open Government in Berlin begonnen, sind aber nicht mehr in der Berliner Regierung und haben das genutzt, um hier unserem Botschafter die Torte zu überreichen und ihren Freunden in Wien zu gratulieren, aber nicht nur der gesamten Initiative. Ich weiß nicht, wo die Torte herumschwirrt, ich habe noch nichts davon gegessen. Und wichtig ist, was uns hier treibt, ist alles, was wir tun, zum Nutzen der Bürgerinnen und der Bürger und vor allem als Mehrwert für den Wirtschaftsstandort. Danke.